Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Rhyme of Kings. Ich bin immer noch am Bau meines kleinen Waldläufer-Prepper-Hauses. Und dafür brauche ich jede Menge Steine. Da hinten lugt es aus den Bäumen raus. Ja, und da am Eingang zur PvP-Zone ist immer schon eine Menge los. Kam schon wieder so manch Strauchgesinde durch die Gegend. Und die überwiegende Mehrheit hält sich hier echt schön an die Regeln. Aber es gibt auch einige natürlich, die die Regeln nicht kennen. Das heißt, es bleibt spannend und besonders interessant ist es tatsächlich, wenn man dann mal ins PvP-Gebiet geht, um da Steine oder auch Eisen abzubauen. Dann wird es wirklich interessant, weil das werde ich jetzt auch wieder ein paar Mal machen noch. Weil hier sind die Steine immer schnell weg und jedes Mal warten, bis die neuen kommen. Also da ist es auch manchmal schon reizend, da mal eben reinzugehen, weil die sind meistens nicht abgebaut. Aber da können natürlich auch die Banditen lauern. Oder die Königsgarde, bei der man sich dann ausweisen sollte. Denn wenn man sich nicht ausweist, dann macht man sich als Dieb verdächtigt und dann kämpfen sie bzw. hauen dich ohne große Nachfrage mal eben um. Schon cool gemacht, sag ich mal. Was ist denn da im Chat los? Ja, da hat er wohl recht. Da hat sich jemand die Regeln noch nicht durchgelesen. Wir machen mal 5 erstmal. Hat schon wieder ein Gewitter. Oha. Will ich dort glatt mal gucken gehen. Auch sehr stimmungsvoll. Oh, ist das gleich. Oh, wobei. Mal einmal hier oben gehen. Machen wir noch die Ecke fertig. Ich glaube, ich mache es ein kleines bisschen länger, das Haus. Ich will doch ein bisschen mehr Platz haben, um hier auch besser später meine Sachen zu verarbeiten können, die wichtigsten Werkbänke zu bauen und vor allem ist es dann nicht so quadratisch, das Haus. Also die Wand werde ich ein Stückchen weiter setzen. Ah, das klappt also. Gut, 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 gut. Oh, da muss ich auch noch austauschen. Ja, dann machen wir erstmal das fertig. Nehmen hier
Obwohl. Ich glaube, ich brauche auch. Ich mache erstmal nur Zähne. Da liegt schon wieder ein Sack. Hat er jetzt weggebaut? Der Kerl. Oh. Oh, die Steine sind wieder da. Und ich habe wieder den Bug, dass ich die Tür nicht zumachen kann. Was natürlich ausgesprochen uncool ist. Ja, jetzt geht's. Gut. Dann hole ich nämlich gleich noch mal die Steine, bevor der nächste kommt. So, hallihallo Leute. Ja, ein kleines Update. Mein Haus wächst und gedeiht. Ich will jetzt mal diesen Kollegen hier verfolgen. Und mal gerne wissen, möglichst unauffällig natürlich, mal gerne wissen, zu welchem Haus der geht. Der hat mich gerade angegriffen mit dem PvP. Ist ja legitim. Aber deswegen kann ich ja mal gucken, zu welcher Gilde der gehört. Ja, und dann mich vielleicht mal eines Tages revanchieren. Ja, er dreht hier seine Runde.
Er wird da hinten noch bei den letzten Steinen sein. Aha, 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 aha. Die haben die nicht gesehen, die Säcke. Ups. Dann kommen sie gleich zu zweit an. Er geht und geht nicht zu seiner Basis, naja. Vielleicht war es von der Burg hier. Irgendwann werde ich mich auf jeden Fall auch mal im PvP-Gebiet aufbauen. Ist er schon wieder. Aber der hat eine Stilrüstung, also ich riskiere das nicht, Leute. Noch nicht. Das machen wir noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das könnte ich eigentlich machen. Ist er wieder. Das ist ein Typ. Na ja, gut. Was geht denn hier ab? Hübsches kleines Häuschen gebaut hier. Ach, warum schreibt er das denn? Warum schreibt er das denn bei dem Chat?
bin Suchti. Oh Mann. Das muss ich mir mal kurz angucken hier, das Gehöft. Das sieht doch gut aus, ey. Handwerkskammer. Nice. Das ist mal richtig schön idyllisch. Mit dem Zaun hier, die kleinen Bäume, zack, integriert. Hallo, ist jemand zu Hause? Da ist der Ofen drinne. Nice. Kann man die vielleicht von draußen? Nein, kann man nicht. Echt gut gebaut. Da schläft er.